und somit herzlich willkommen zurück zu Monster Energy Supercross 3. Wir sind eigentlich quasi am Ende vom letzten Rennen in Atlanta, wo wir Platz 4 waren. Davor waren wir Platz 1, wo irgendwie ein Vertragswechsel kam, den ich übersprungen habe oder weggedrückt habe. Jetzt denke ich mir so, Glückwunsch, du hast die Vertragsvorgaben eingehalten. 100.000 Credits. Ich habe keine Ahnung, was für Vertragsvorgaben ich hatte. Muss ich ehrlich sagen, Glückwunsch, du musst das Troy Lee Achievement, yeah, schalte mindestens 3 Races von verschiedenen offiziellen Teams im Karrieremodus frei. Troy Lee Design, Red Bull KTM Outfit freischalten. Ah, okay, weil ich da wohl das gemacht habe. Okay, ich war hier drin. Jetzt habe ich halt mein ganzes Zeug angepasst, gell? Und jetzt gehe ich wohl ins nächste rein. Also hier... Oder ist das jetzt was Neues, was ich bekommen habe? Ich war ja bei Red Bull. Okay, was brauchen wir? Vertragsvorgabe, erster Platz. Aber wie lange halt auch, gell? Das ist die Frage. Haben wir ja Sponsoren. Da können wir mehr anpassen. Hier sind die Anpassungen limitiert. Ansonsten, aber eigentlich habe ich alles gleich. Eigentlich erster Platz. 100.000. Können wir hier reingehen. Dann tun wir mal so ein bisschen die Maschine wechseln. Und auch so ein bisschen... besonderen Wettbewerb, ne, das lassen wir mal, verschieben wir mal und dann gehen wir ins Rennen rein. The Superstars of Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship are in the Pacific Northwest. Ready to put on a thrilling show here at CenturyLink Field in Seattle, Washington. The riders are about to take to the track for today's first qualifying session. Ralph Shaheen and Ricky Carmichael with you as we follow the action and kickstart another fantastic Supercross weekend. Ricky, any tips for this session? Well, as you know, Ralph, the hardest thing in this case is being able to have a clean lap. With other riders on the track, the most important thing is to keep distance between you and the other riders in order to have a clear line. Ja, und somit herzlich willkommen in Seattle. Ja, ich war das schon mal ein guter Tipp hier. Am besten ein bisschen von den anderen wegbleiben. Ja, wir haben auch wieder ein bisschen uns optisch angepasst. Stiefel und Helm und so habe ich mal ein bisschen getauscht, nachdem wir uns erstmal so angepasst haben. Aber nun gut. Ich finde so persönlich dieses komische Grün hier an den Ärmeln und an der Hose. Das ist nicht so ganz mein Fall, aber passt jetzt auch nicht so ganz zu Monster Energy. Passt auch nicht ganz zu Kawasaki, aber nun gut. Ich kann es leider nicht ändern. Ich kann leider nur meine Stiefel und meinen Helm und meine Brille anpassen derzeit. Ich finde auch die roten Handschuhe irgendwie so ein bisschen komisch. Also klar, es gibt natürlich manche Sachen, manche Sponsoren oder manche Teams, die sehr bunt sind. Dagegen habe ich jetzt aber gar, habe ich theoretisch gar nichts, aber so dieses Weiß mit diesem komischen Grün und dann die roten Handschuhe, ich weiß nicht. Finde ich, passt es nicht so mega zusammen. Mein letztes Mal, wo wir da das Weiß-Blau-Rot anhatten. Ja, okay, das hat ein bisschen an Frankreich oder an die Niederlande erinnert, aber rein so, oh, okay, von den Farbkombinationen her war, fand ich es jetzt gar nicht so extrem schlimm. Aber so ein komisches, keine Ahnung, was nennt man das, Mintgrün oder so. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so passt. Und dann so ein Rot. Ich weiß, das passt irgendwie gar nicht. Aber, na gut. Wir sind jetzt bei Lashmal auch, glaube ich, nur 2 Rennen gefahren mit dem Vertrag. Und eigentlich stand ja auch gerade, ich muss Platz 1 werden. Also, ja, vielleicht muss ich auch nur Platz 1 werden, aber es steht halt nicht dran, wie viel Zeit ich habe, ne? Ist halt so ein bisschen das Seltsame dabei. Aber nur gut, wir geben unser Bestes. Wie war das mit Abstand zu den anderen Fahrern, damit man eine schöne Runde hinbekommt? Passt hier gerade nicht so ganz. Hier war ich ein bisschen zu schnell eigentlich. Alter, hier komme ich auch. Sehr seltsam rüber, also jetzt nicht mega Geschwindigkeit verloren, aber ideal bin ich auch nicht gefahren. So, hier ein schöner Sprung. Ja, die Kurve war jetzt nicht so toll. Platz 2, oh, 0,034, okay. An ein, zwei Stellen hätte man schon ein bisschen besser fahren können. Und dann hätte das eigentlich vielleicht ganz gut geklappt. Mit Platz 1. Wobei jetzt persönlich Platz 2. Ah, guck mal hier, Waschbrett. Funktioniert gerade gar nicht gut. Ah, hier auch nicht so toll gelandet. Oh, und da legt es mich auch noch hin. Ja, im Grunde genommen, eigentlich könnten wir auch
weiß es nicht, wie viel Rückstand ich auf... Rückstand sei schon. Rückstand weiß ich ja, wie viel Vorsprung ich auf Platz 3 habe. Ansonsten... Nimmst du die Strecke an sich? Ich fahre sie nicht ideal, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwo mega die Probleme. Jo, die letzte Kurve fühlt sich ein bisschen seltsam an. Aber ansonsten... 0,058 auf Platz 3. Ist auch nicht so ideal. Hier vielleicht. Okay, hier bin ich vorher ein bisschen besser rübergekommen. Ja, beim Waschbrett, mir fehlt so ein bisschen Geschwindigkeit. Also direkt aus der Kurve raus. Mal gucken, dass wir die Kurve nochmal ein bisschen anders nehmen. Dass wir da ein bisschen besser rüberkommen. Weiß auch nicht hier. So mit Vollgas. Okay, hier haut jetzt gerade zwei Leute hin. Jetzt sind wir auch schon mal besser durchgekommen, aber nun gut. Weiß gar nicht, wie ich jetzt zeitmäßig... Oh. Ja, Platz 3. Ne, ich glaube Platz 3 nicht. Platz 4 hat jetzt 0,058. Ich glaube, dass Platz 3 ist so ein bisschen zwischen reingerutscht. Na, ein bisschen besser, aber hier Richtung Mitte, Ende. Weiß nicht. Wird's ein bisschen wackelig. Oh. Hier auch ganz schlecht reingekommen. Na, ich weiß nicht. Irgendwie, je mehr ich fahre, desto schlimmer wird es irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ja. Obwohl, ich glaube, ich habe mich... Kann es sein, dass ich mich gerade ein bisschen gebessert habe? Minimal könnte es sein. Komm, wir spulen mal ein bisschen. Schauen mal, wie das da aussieht. 4 Minuten. Ja, eigentlich im Grunde genommen Top 5. Also Top 5 müssen wir doch eigentlich doch ganz glücklich sein, oder? The checkered flag has fallen. That will wrap up that group of qualifiers. Let's take a look at the final results from that 250 session and we can see where your favorite rider finished. Ja, noch ein Platz verloren, gar nicht so schlimm. Platz 3 als Start. Ich muss auch dazu sagen, extrem knapp bis Platz 5. Von 5 auf 6 sind es dann ja fast eine halbe Sekunde, ein bisschen weniger als die halbe Sekunde, aber auch hier, also 6, 7, 8... 9. Die sind auch alle so dicht aneinander. Alle mit 400er Zeit. Aber dann würde ich mal sagen, wir gehen ins Rennen. Welcome to the beautiful Pacific Northwest. I'm Ralph Shaheen, along with Ricky Carmichael, here to bring you all of the live action of Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship. Ricky, this can be a very challenging track. Well, Ralph, this is certainly one of the toughest tracks ever seen in this competition. The riders have to be in their best shape in order to win in the Emerald City. The crowd is into it tonight. That will definitely get these riders pumped up as they wait for the gate drop. So, wir starten. Mal, der stellt sich hier gleich ganz links auf. Wo ist der andere? Der ist hier. Also hier finde ich den Start ein bisschen besser. Das ist ja mein Teamkollege. Dann gehen wir direkt daneben. Here we go. Time to go racing. It all comes down to this. Who will risk everything for the win? So, meine Freunde. Guter Start. Schauen wir mal. Okay, doch. Ich habe gerade losgelassen, habe direkt nochmal gehalten, weil ich schon irgendwie gedacht habe, ist das ein bisschen zu früh. Da habe ich mir gedacht, ich starte schon irgendwie voraus, aber er stand doch nochmal ein Stückchen stehen geblieben. Also ging einigermaßen. Kann man sich jetzt nicht beschweren bei dem Start. Und hier habe ich gerade das Gefühl, dass ich langsamer bin als im Qualifying. Also
dass mir irgendwie Leistung fehlt oder so, oder habe ich jetzt gerade ein komisches Einschätzungsvermögen? So, vorne sind wir ein bisschen zeitmäßig, oh ja, 0,8. Ganz okay, dann mache ich so einen Scheiß. Okay, das wäre natürlich auch sehr super. Ich hätte schon gedacht, also ich habe mich jetzt auch darauf eingestellt, dass es mich hinlegt, aber irgendwie bin ich auf dem Bike geblieben. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Sonst eine minimale Berührung irgendwo, dann legt es ihn hin, aber hier jetzt gerade. Ah, die haben ja auch ein bisschen Probleme. Ich habe auch ein bisschen uiuiui Geschwindigkeitsprobleme. So, aber wieder Platz 2 eigentlich. Wieder gut gefangen. Jetzt müssen wir uns nur ein bisschen nach vorne hier arbeiten. So, jetzt müssen wir hier gleich aufpassen. Wie ist denn hier zu dem blöden Fehler gekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier habe ich ein bisschen blöd gesprungen. Weit die Kurve genommen. Nur zu weit. Oh, guck mal, der ist hier eigentlich über das Waschbrett auch nicht so schön rübergefahren. Ich bin ja nicht alleine mit dem Problem hier. Das war jetzt auch geschwindigkeitsmäßig nicht optimal. Ja, da zieht er natürlich innen durch. Natürlich könnte ich fast auch. Ja, aber nur fast. Oder ich gehe hier durch. So, jetzt will ich aber eigentlich ja nicht um Platz 2 kämpfen, sondern um 1. Er ist jetzt nochmal ein Stück weggegangen hier. Und noch wieder Vorsprung, also 2,5 Sekunden. Habe ich gerade gesehen, fast 2,6 sogar. Oh je. Komm ich gar nicht gut rüber. Weiß nicht, mit den Waschbrettern, also da habe ich immer das extreme Problem. Eigentlich so generell, dass ich in den Kurven meistens ein bisschen zu viel Geschwindigkeit verliere. Der ist ja gerade hingehauen, gell? Hallöchen. Deshalb sind wir jetzt so schön hingekommen. Die gelbe Flagge hier. Ah, Alter, ich wollte gerade versuchen, eigentlich innen reinzuziehen, aber es war mir echt fast klar, dass es nicht funktioniert. Fahre ich eigentlich eher gegen ihn. Aber come on, dann sind wir jetzt mal hier schön wieder rangekommen. Weil wir hier jetzt nicht mehr so schön fahren. Also ich komme hier blöd in die Kurve rein und dann halt natürlich auch noch blöd raus. Und dann kommt direkt das Waschbrett. Ist hier gar keine gute Kombination hier. Trotzdem schaffe ich es irgendwie fast. Nur fast leider. Schon gedacht, ich komme ja vorbei. Oh. Hat es nochmal fast hingehauen. Den Kollegen. Und jetzt haben wir nur noch verbleibende Zeit. Knapp unter einer Minute. Aber ich krieg nicht den Kollegen hier. Muss man hier so einen richtig schönen Run irgendwo bekommen. Ja, aber er kommt einen Ticken weiter. Oh, die letzte Landung war aber eigentlich. Ja, eigentlich ganz gut. Die Kurve, ja. Aber guck, er kommt da. Im letzten Drittel oder Viertel sogar auch nicht so gut übers Waschbrett. So, jetzt mal hier endlich hindurch. Oh, verdammt. Ja, genau. Oh, aber schön. Alter, voll stehen geblieben. Ich dachte schon, ich rutsche irgendwie voll weg oder so. Ist leider halt wieder die Position verloren, aber egal. Alter, guck mal, ganz knapp hier. Wegen, glaube ich, 1-2 Sekunden müssen wir jetzt noch 2 Runden fahren. Da ist der Zähler runtergegangen, bevor wir über die Linie gefahren wären. Dann hätten wir jetzt die letzte Runde. Aber vielleicht ist sie auch gar nicht so schlecht, dass wir hier nochmal eine Runde fahren. Also eine mehr. Aber noch nicht Platz 1 sind. Hier kann man so ein bisschen... Ah, nein! Verdammt, ich wollte schon sagen, ein bisschen durchschießen. Jetzt war es aber zu viel.
Habt ihr die Schräglage gesehen? Es war zu viel, aber vorher, wo ich da aus der Kurve rausgeflogen bin, in der ersten Runde, da war die Schräglage... Ja, danke. Da war die Schräglage nicht zu viel. Das meine ich eben, dass es mich gewundert hat, dass es mich da nicht hingehauen hat. Ich glaube, mein Teamkollege hat mich gerade auch noch eben so ein bisschen aus der Kurve rausgeschoben. Alter, jetzt ist es halt wieder mega weit weg. Wir haben so gut aufgeholt, weil es ihn selber hingehauen hat. Hier Platz 1. Und jetzt habe ich halt den Bonus hier quasi selber verspielt, indem ich mich selber hingelegt habe. Alter, der ist irgendwie auch voll schnell unterwegs. Der kommt hier immer angeschossen. So, hier kann man ein bisschen aufholen, aber man darf nicht zu viel riskieren. Sonst legt es mich wieder hin. Also selbst wenn es jetzt in Platz 1 noch hinlegen würde, das würde mir nicht reichen. So, schwenkt er die gelbe Flagge mal wieder. Ja, leider schade. Es wäre möglich gewesen, wir waren ja mal kurzzeitig vor ein, zwei Runden Platz 1. Aber das wollte heute nicht. Let's take a look to see how your favorite rider did tonight. Also was auch krass ist, was ich eigentlich auch noch nie hatte. Platz 1, Platz 3, Platz 5, Platz 7, Platz 11 sogar sind haben Rundenbestzeiten eine bessere wie ich. Platz 12 auch sogar. Okay. Schon meistens so, dass ich eher die beste Rundenzeit habe, aber nicht unbedingt auf 1 bin. Und hier sind einige Leute, selbst 11 und 12, schneller als ich. Aber es macht nichts aus. Wir sind noch gut in Führung. Einige Pünktchen, ja, dann müssen wir trotzdem ein bisschen aufpassen. Also, die letzten zwei Rennen, die richtig kacke laufen. Ich meine, Platz 2 ist zweimal Platz 2, würde jetzt auch nichts großartig ändern, aber wir haben halt eigentlich erst einen Sieg. Halt schon ein bisschen heftig. Those three rode the wheels off their machine. We have a tremendous championship.